Und wir machen weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Und diesmal hoffe ich, in diesem Teil nicht so oft zu abzulosen. Weil das war im letzten Teil schon relativ peinlich. Wenn nicht sogar sehr peinlich. Aber jetzt ist hier auch noch kein Secret. Ich bin noch nicht weit genug. Gut. Wir haben Hasenohren bekommen. Irgendwas habe ich gerade übersprungen, aber nichts Wichtiges, nö. Oh, ich mag das Level nicht. Vielleicht deswegen. Na gut. Holen wir uns die Münzen. Wir haben bald wieder 999 Münzen. Da können wir. Wie oh, das ist doch. Da können wir gleich wieder. Ich habe schon keine Lust, das gerade zu sagen. Nee, können wir gleich wieder so ein schönes Bonus-Game machen, wo wir Münzen einsetzen, um Leben zu bekommen oder vielleicht ein Power-Up. Und wir aktivieren alles, was es hier zu aktivieren gibt. Ach, die restlichen Münzen lasse ich da. Habe jetzt gerade nicht so die Geduld dafür. So, wir gehen einmal die Röhre hier runter. Machen zack, zack. Schnappen uns noch den Pilz. Wir haben jetzt nur einen Pilz als Power-Up. Dann kann ich. Ah, die Sache ist, ich wollte. Hier hinten gibt es noch ein Geheimnis. Nur ich bin's. Ich komme hier wieder hoch. Na gut, das ist mir auch noch nie aufgefallen. Ich bin einfach zu schwach. Deswegen mache ich hier kurz eine Pause. Und ja. Wir sehen uns genau hier wieder. Aber diesmal das nächste Mal mit einer Feuerblume. Und nun stehe ich hier mit Feuerblume. Okay, jetzt habe ich mich. Stockt es gerade ein bisschen. Na gut. Ja. Und mit der Feuerblume können wir diese Blöcke locker wegmachen. Und. Oh Gott! Und lassen uns von diesem Skelettfisch treffen. Den wir nicht besiegen können. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Wir gehen weiter, sammeln noch die Münzen auf dem Weg ein. Wir haben schon wieder 999 Münzen. Na gut, ich hoffe, dass ich hier noch ein Power-Up für mein. Wow, ach, wieder diese sinnlosen Gegner. Müssen auch sein. Machen uns hier einen Weg. Um hier in das Power-Up zu bekommen, abzukommen. Das Power-Up werden wir noch gebrauchen. Weil es hier natürlich auch ein kleines, Ge noch ein winzige Geheimnisse gibt. Mann, ich wollte die Geheimnisse zeigen. Wow. Könnte ich es eigentlich schaffen, die tatsächlich einzuholen? Naja. Wäre jetzt sehr unklug gewesen, weil dann hätten wir das Leben nicht holen können. Na gut. Weiter. Pff. Weiter geht's. Die machen einen schon ein bisschen Angst. Komme ich hier rein? Habe ich eine Röhre übersprungen? Dann habe ich nicht. Na gut. Und hier sind wir auch schon gleich am Ende des Levels angelangt. Aber ich brauche natürlich noch ein paar Stunden, bis ich da oben angekommen bin. Zack, zack, zack. Wow. Gegner. Gegner. Immer noch Gegner da. Gehen wir ein bisschen weiter runter. Verzieh dich. Ich stelle mich aber auch blöd an. Na gut. Und Level geschafft. Finished. Na komm doch. Naja, zumindest ein Leben. Und weiter geht's. Wir kommen in die Boss-Zone. Von der Makro-Zone. So, okay.
Was brauche ich? Das kann ich jetzt eben besser gebrauchen. Jetzt brennt mir gerade das Auge. Na gut. Ach ja, hier sind diese netten Hexen, die uns unser Leben wegnehmen. Also nicht direkt wegnehmen, aber die mit einfach weglaufen. Nicht sehr nett, die Hexen. Und weiter geht's. Und hier kriegen wir das Power-Up, was ich gerade weggeworfen habe. Sozusagen. Hier oben gibt es noch Münzen. Und noch einen weiteren Sack voll Münzen. Nochmal 50 Stück, die uns nichts bringen. Da wir eh schon zu viele haben. Und wieder eine Hexe war da drin, die uns das Leben wegnehmen wollte. Aber nein, wir lassen uns nicht verarschen. Ich glaube, hier oben war nichts mehr. Nee. So, für den Gegner. Was für einen Gegner treffen wir eigentlich? Wir treffen auf einen noch angenehmen Gegner, glaube ich. Oder? Ja, wir treffen auf keinen schlimmen Gegner. Deswegen kann ich die Feuerblume nicht noch weglassen. Wir treffen nämlich auf eine Ratte. Oder, naja, Metallratte. Spielzeugratte. Es war blöd. Na gut. Besiegt ist besiegt. Und wir haben einen weiteren Coin gewonnen von 6 Coins. So, damit haben wir die Hälfte des Spiels geschafft. Ein bisschen weniger als die Hälfte, wenn man das Boss-Level noch dazu zählt. Aber die Welten, die wir abschließen müssen, da sind wir jetzt gerade bei der Halbzeit angelangt. So, und wir gehen runter, wir gehen runter, wir gehen runter. Wir wollen nämlich unsere Münzen brauchen. Was könnte ich jetzt machen? Ach, ich mache gleich mal 999 Münzen. Dann sind die auf jeden Fall weg. Na, 99. Ah. So wie dazu, dass ich meine Münzen wegmachen will, sozusagen. Ein Leben. Naja. Besser als gar nichts, aber 200 Münzen dafür auszugeben, ist schon relativ hart. 20 Leben. Na, das hat sich jetzt mal gelohnt. Das hat sich wirklich mal gelohnt. Gut. Wir holen uns noch einen solchen Power-Up. Jo. Ich habe ein bisschen vorgespult, damit es ein bisschen schneller geht. Gut, wir haben noch 70 Münzen. Das dürfte erstmal noch reichen. Leben haben wir jetzt 57 Leben. Und, ja. 57 Leben sind 57 Leben. Das dürfte auf jeden Fall reichen, um das ganze Spiel durchzuspielen. Auch wenn ich jetzt nochmal. Wenn ich jetzt noch mich noch genauso dumm anstelle wie. Zu Anfang. Wie im letzten Teil. Meinte ich natürlich. Trotzdem dürfen wir das locker schaffen. Wir holen uns die Möhre und können damit wieder fliegen. Und ab durch die Röhre! Hier sind Buhus, die sich nicht bewegen, wenn wir sie angucken. Aber sie bewegen sich, wenn wir sie nicht angucken. Ja, das macht Sinn. Noch hier holen wir uns ein Leben. Lass uns am besten nicht treffen. Und weiter geht's. Zwischenspeicherglocke. So, und weiter fliegen wir. Wow. Das läuft ja. Und zack, 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 zack. Hier oben gibt es noch ein kleines Secret. Den wir hier drauf springen. Kommen wir hier hin und hier gibt es noch ein weiteres Leben. Aber, naja, gut. Wir bräuchten hier keine Leben mehr, wenn es danach geht. Okay, springe ich auch noch an der Glocke vorbei. Auch nicht so schlimm. Wir können das Level auch so beenden.
Macht nichts. Ab zur nächsten. Zum nächsten Level. Ein Level mit zwei Ausgängen, kann ich schon mal sagen. Ein Level, was ich gerade blöd angefangen habe. Aber das ist ja nichts Neues. Weil ich möchte eigentlich klein sein, um den Schwierigkeitsgrad von Mario ein bisschen näher zu bringen. Oh Mann. Und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und zack. Bash. Und weiter geht's. Hier eine neue Art von Gegnern. Sind wir am Anfang auch begegnet. Also nicht denen, aber auch andere Gegner. Nämlich diese Schirme, die nach oben gegangen sind. Na gut. Jede Zone hat ihre eigenen Gegner. Neue Gegner, das wollte ich sagen. Noch bleibt dann da oben. Nein, doch, auch egal. Ja, wir haben einen Pilz. Geh da. Okay, wir fürs Leben habe ich übersehen. Wow, das war fast verhauen. So, ja, wir nehmen mal lieber die anstelle die anstelle der Flügel der Möhre. Wir haben einen Stern und los geht's. 2, 3, 4 und den nächsten kriegen wir auch noch. Jo. Damit haben wir das Level geschafft. Das war der normale Ausgang. Und wir schaffen wir noch den. Ja, wir schaffen noch den Secret of den Geheimausgang. Zwar nicht groß, aber klein. Reicht ja. Okay, mittel. Klein. Das reicht. Wir sind uns kann nichts besiegen. Wir sind so stark. Wir sind übermächtig. Lass uns aber von Fischen besiegen. Da kommt Mario. Wir müssen ein bisschen wegen der Zeit uns beeilen. So. Wieder rein. Mal schnell die Geister verarschen. Und weiter. Weiter geht's. Und wieder sind wir an der Stelle. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir brauchen. Ich nehme vorsichtshalber mal die Blume mit. Und weiter geht's und weiter geht's und weiter geht's. Den Stern lassen wir diesmal in Ruhe. Weil wir einfach hier durchwaschen wollen. Und runter geht's. Dam, 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 dam. Gut, die Blume war eine gute Wahl. Somit kann ich die Gegner hier auf dem Weg ein bisschen reduzieren. Aber ich hasse es wirklich in diesem Spiel zu schwimmen. Das ist nerviger, als man denkt. So, jetzt nochmal schnell. Hier rein. Ach ja, bleiben wir noch mittel. Gut. Bevor ich das Geheimlevel beginne, mache ich hier einen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin.